Meine Reise beginnt in der drittgrößten Stadt des Landes. Chicago wird wegen des eisigen Winterwindes aus dem hohen Norden Windy City genannt. Aber heute begrüßt mich die Stadt mit Sonnenschein und ihrem unwiderstehlichen Flair. Wer New York mag, wird Chicago lieben. Welcome to the USA. Wir haben heute Abend was vor, sage ich Ihnen. Wir werden 4 Top-Highlights in den USA sehen. Es geht nach Memphis, nach Nashville, an die Niagara-Fälle und wir starten hier in der Windy City am Lake Michigan in Chicago. Die Stadt hat eine atemberaubende Skyline. Für meinen Geschmack steht sie der von New York in nichts nach. Im frühen 20. Jahrhundert hieß es auch hier, only the sky is the limit. Nur der Himmel setzt Grenzen. Woran erkennt man Touristen in großen amerikanischen Städten, dass sie so durch die Gegend latschen wie ich, immer mit dem Kopf nach oben? Dann kommst du nicht von hier, dann besuchst du die Stadt nur. So, wenn wir mal gemeinsam mit der Kamera hier am Willis Tower, Downtown Chicago, gucken. Also, ich habe aufgehört, diese Stockwerke zu zählen. Da ganz oben sehen Sie einen kleinen Vorsprung aus Glas. Das ist die Erfahrung, die ich mir heute gebe. Da oben zu stehen, wenn du da nicht schwindelfrei bist, nee, bei mir geht das so. Kostet Geld. Aber es soll sich lohnen. Ich will da hoch. Buchen kann man das Spektakel im Netz mit individueller Einlasszeit. So muss ich nicht unnötig anstehen. Das ist das größte Gebäude der westlichen Hemisphäre. Und da oben das sogenannte Sky Deck, der höchste Aussichtsort in ganzen USA. So. 38 Euro pro Person kostet der Eintritt. Den Fahrstuhl nach oben gibt es umsonst dazu. Das finde ich erträglich für so einen Ort. So, und wir sind dabei mit 4 Personen und 152 Euro. Oh, oh ja. Also, ab in die Air. Dank fest gebuchtem Zeitfenster muss ich nicht lange warten. Bevor es nach oben geht, spaziere ich durch ein kleines Museum. Kurz und bündig erfahre ich hier das Wichtigste zur Geschichte der Stadt. Der Lift bringt mich mit 30 km/h in einer Minute nach oben auf das sogenannte Sky Deck, 441 Meter über den Straßen von Chicago. Ausblick in alle Himmelsrichtungen inklusive. Ganz ehrlich, das alleine finde ich schon so atemberaubend, da lohnt sich der Eintritt schon. Aber das ist noch lange nicht alles. The Ledge heißt das Highlight. 4 Balkone mit Glasboden über dem Abgrund. Nichts für Menschen mit Höhenangst, wie Kollege Henning. Aber mitgefangen, mitgehangen. Und der Spaß ist im Preis inbegriffen. Wir haben ein bisschen Glück, dass wir heute an einem Samstagvormittag hier sind. Das wäre schon mal so ein Tipp, weil da sind die Warteschlangen nicht so lange. Trotzdem muss man das Ganze natürlich irgendwie ordnen. Keine Sorge, das machen die Amis schon. Und sorgen dafür, dass man nur 60 Sekunden alleine als größere Gruppe 2 Minuten da drin bleiben darf. Es gibt Menschen, die wollen da nicht mal 2 Sekunden rein. Nach einer kurzen Wartezeit sind wir dran. 2 Minuten haben wir jetzt Zeit, um ein paar Selfies zu schießen. Nervenkitzel pur. Und das 441 Meter über den Straßen der Stadt. So, und das Schöne ist, jetzt ist Selfie-Time. Also, wärst du mal so gut, bitte? Das glaubt mir daheim niemand. Du fühlst dich eh nicht so wohl hier drauf, ne? Von daher bleib du mal da. Spaß macht das. Aber wir müssen uns sputen. Man hat nicht alle Zeit der Welt. Man hat als Gruppe ab 3 120 Sekunden. Super. Ein echtes Highlight. Und sogar die Angestellten machen noch ein Foto mit meinem Handy. Nochmal anstellen geht leider nicht. Das hat sich gelohnt. Und für 38 Dollar ist es auch gar nicht so teuer. Wir konnten eigene Fotos machen. Sie hat welche von uns gemacht. Das bleibt als Erinnerung auch in meiner Magengrube. Super. Auf dem Weg zum Ausgang lehne ich die professionell geschossenen Fotos dankend ab. 25 Dollar extra würden die jetzt kosten. Aber besser als meine sind sie nicht. Passen Sie auf, dass Sie bitte nicht diese Fotos kaufen. Es bringt nichts. Unsere Selfies sehen viel besser aus und die waren umsonst. So, und von dem Geld, was ich gespart habe,
geht's jetzt auf das nächste Hochhaus. Und da ist die Attraktion eine deutlich dramatischere. Jetzt geht es auf das Hancock Center. Seit 1969 ist der Turm eines der Wahrzeichen der Stadt. Mit 344 Metern und 100 Stockwerken ist er etwas niedriger als der Willis Tower, aber berühmter. Und er hat die Attraktion schlechthin. Das ist jetzt was ganz Besonderes. Da steht man nicht nur oben dran, sondern man wird auch ein Stück nach vorne rausgekippt, über den Abgrund sozusagen. Das ist fast schon ja, wie auf dem Oktoberfest, so eine Fahrattraktion. Kostet auch ein bisschen mehr. Aussichtsplattform und Fahrgeschäft zusammen kosten für Erwachsene $45, also 7 mehr als im Willis Tower. Doch sicherlich komme ich auch hier auf meine Kosten, oder? Ja, genau, darauf freue ich mich gleich, Fotos machen zu können oben. Ihr habt ja heute schon ein paar in der Tasche, aber die wären super. Auch hier geht es mit einem Fahrstuhl nach oben. Im 94. Stock erwartet mich die bewegliche Fassade, die mich über den Abgrund kippen wird. Wieder stelle ich mich an, aber kurz vor dem Eingang sehe ich ein Verbotsschild. Kameras und Handys nicht gestattet. Aus Sicherheitsgründen. Wie? Keine Kameras, keine Mobiltelefone. Ja, telefonieren will ich nicht, wenn ich da so hänge. Mich dabei aufnehmen schon. Was soll das denn jetzt? Nee, das glaube ich nicht. Keine Fotos, keine Videos, bitte. Keine Fotos, keine Videos? No pictures. No pictures and videos inside, sagt er nochmal. Nicht nur vor dem Eingang folgt sofort die Aufforderung, die Handys auf einen Tisch zu legen. Muss die echt abgeben. So kann ich weder filmen noch ein Foto schießen. Na, dann mal los. Wenn Sie Angst haben, können Sie immer nach hinten wegtreten. Da kann ja nichts passieren. Ich würde es aber jetzt gerade wirklich gerne aufnehmen, ein Foto machen. Oh, wow, 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 Alter. Ach du liebe Zeit. Ich selbst darf nicht fotografieren, mein Team schon, aber eben nur hinter der Absperrung. Und mich lichtet eine Angestellte ab. Ach, das glaubst du nicht. Oh, wow, 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 wow. Achtung, was? Ach, jetzt weiß ich. Oh mein Gott, oh, das geht jetzt weiter. Ist das geplant, was gerade passiert? Oh mein Gott. Oh Mann, ich sterbe tausend Tode. Nee, ich muss sagen, ich freue mich, weil mein Kollege, der Henning, hat jetzt wirklich gerade diese Angst überwunden. Das ist toll. Oh, das ist geil. Aber es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, diese Skyline vor und den Abgrund unter sich zu haben. Ging aber jetzt schnell, du. 20, 25 Sekunden. Ich ärgere mich, dass ich das nicht fotografieren konnte. Aber vielleicht hast du das ja gemacht hier. Unsere Handys dürfen wir jetzt wieder einsammeln. Ganz ohne Erinnerungsfotos. Aber es ärgert mich wahnsinnig. Du hast keine Chance. Ne? Du musstest es auch weggeben. Ne? Die nehmen einem das Telefon weg. Und weißt du warum? Weil sie Geld damit verdienen. Und wie viel werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. Das ist aber unverschämt. Keine 5 Meter hinter dem Ausgang steht auch schon eine nette Dame, die mir die gerade eben professionell geschossenen Fotos gerne verkaufen möchte. Die Frage ist, zu welchem Preis? Das macht 38,65. $39, meine Lieben. $39 für 3 Fotos? Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Ist es leider doch. Mir bleiben 94 Etagen, meinem Ärger Luft zu machen. Bye, 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 bye. Ne, ne, ne. Das ist so dieses Gefühl, wenn der Kapitalismus so auf so eine blöde Art und Weise zuschlägt, diese amerikanische. Ja, wie bescheuert halten die uns denn als Touristen, dass für diese 3 Selfies fast 40 Euro fällig werden? Und das sagt einem vorher keiner. Dadurch wird dieser ganze Spaß hier insgesamt deutlich über 85 Euro kosten für mich. Boah, ist das frech! Ja, mach mal eure Musik jetzt aus. Ich habe jetzt kein Geld mehr fürs Abendessen. Das ist scheiße.
Kurz vor dem Ausgang wird mir das ganze Ausmaß der Abzocke erst bewusst. Denn die 39-Dollar-Fotos sind alles andere als gelungen. Hat sich jemand schon mal über die 40 Dollar für die drei Bilder beschwert? Ja, viele. Viele? Es ist halt, wie es ist. Das ist viel Geld. Lass mal angucken. Ich bin mir nicht so sicher. Würden Sie dafür bezahlen? Ich persönlich? Nein. Chicago von oben ist ein Muss, aber Achtung Abzocke. Also ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt auch noch empfehlen soll, welchen Turm in Chicago Sie besteigen. Aber ganz ehrlich, wenn Sie sich einen aussuchen müssen, sparen Sie sich den hier, das 360 im Hancock Tower. Ist ja so 10, 15, 20 Sekunden ein bisschen Kribbel. Danach ist aber keine Kohle mehr da. Weil diese Pappfotos hier, die braucht kein Mensch. Erst recht nicht für fast 40 Euro on top noch mal drauf. Nein, 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 meine Lieben. Und ganz ehrlich, der Glaskasten im Willis Tower, da kann man 2 Minuten drin bleiben. Und man kann es genießen, Fotos machen, so viel man möchte, in jeglicher Position. Die sehen mit Sicherheit besser aus. Und sie haben was davon. Das hier, da oben, ist eine ganz doofe US-amerikanische Touri-Abzocke. Ich mag sowas nicht.